Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Crunch Rise of the Tomb Raider, wo wir heute erlegen. Ja, wir erlegen heute. Hör mal, das ist ein großes Indianer-Ehrenwort, meine Damen und Herren. Demnach müssen wir dem natürlich jetzt auch Folge leisten. So, guck. Hau einen raus. Aha. Okay. Eine Leine zum Wäsche aufhängen oder, ach guck mal, Stöcker. Da kann ich auch bestimmt was mit anfangen. Ich werde übrigens sehr wahrscheinlich diesen komischen, was weiß ich, Survival-Instinct-Knopf oder was auch immer das ist, vermutlich ungefähr sekündlich spammen, weil ich überhaupt keinen Orientierungssinn in solchen Wäldern habe. Und überhaupt auch keine Ahnung, wo die überhaupt von mir wird. Da soll ich jetzt hin. Okay, ich habe verstanden. Trinity, Sie sind hier. Das, woran hört jetzt erkannt? Oh, was? Oh, Scheiße. Was war denn das? Ja, das wüsste ich auch gerne, meine Liebe. Da wäre ich fürchterlich interessiert dran. Kennen Sie am Bäumen den Hasen. Okay, dann, also hier, sagst du. Ja, okay, hab ich gekonnt. Magisch. So, und jetzt, so eine bist du. Mhm, okay. Muss ich jetzt also jedes Mal, wenn irgendein Baum da ist, gucken, ob der irgendein Ast Tiefschnee verlangsamt die Bewegung. Ja, das ist erstens korrekt und zweitens nachvollziehbar. Gerüchten zufolge. Warum wird auf einmal alles rot? Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte. Ach so. Hör mal. Aber ne, Feuerwerkskörper im Stadion sind aber verboten, ne, Freundchen? Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Natürlich. Warum hätte ich auch erstmal nur einen Wolf nehmen sollen, wenn ich direkt einen 8 Meter großen Bär haben kann? Ja, schön. Ist B jetzt immer ausweichen? War das jetzt irgendwie ein Hinweis darauf, dass B immer ausweichen? Ja, Gott sei Dank haben die mir vorher in so einem tollen Mini-Tutorial beigebracht, dass Schnee... Was habe ich falsch gemacht? Entschuldigung? Was genau hätte ich denn jetzt... Hätte ich über den Schnee drüber springen sollen? War ich zu langsam? Kann ich rennen? Kann ich irgendwas anderes tun? Was wollt ihr von mir? Muss ich jetzt hier so springen? Ja, aha. Wahrscheinlich hätte ich das machen müssen. Okay, dann gerne. Kannst du den hier einfach einen in die Fresse hauen irgendwie? Nahkampf. Wird von Nahkampf. Achso. Das muss ich... Willst du jetzt Nahkampf gegen einen Bär machen? Das hältst du jetzt für eine gute Idee. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt gegen so einen Bär kämpfen würde... Also Zangief kann das vielleicht, aber ich jetzt nicht unbedingt. Und Lara Croft erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an Until Dawn, ehrlich gesagt. Muss ich jetzt wieder... Ach nee, warte, ausweichen. ja, wie gewonnen, so zerronnen. Ich bin ein gottverdammter Profi, meine Damen und Herren. Aber ich meine, ist ja offensichtlich, nicht? Also, so schnell muss ich erstmal... Weißt du, da musst du erstmal... Jetzt habe ich mich schon wieder... Herrgott, nochmal... Ja, ich bin auch ein riesengroßer Fan übrigens von Quicktime-Events. ja gut, das gehört zum Gaming heutzutage nochmal leider dazu. Früher musste man auch irgendwie Sachen können, außer zum richtigen Zeitpunkt richtige Knöpfe drücken, aber... Pff, das hab ich schon von der Ahnung. Super. Toll. Aber immerhin hat der Bär jetzt von uns gelassen. Wir sind zwar trotzdem dreiviertel tot, aber der Bär hat von uns gelassen. Das ist schön. Guck, hat sich das ja schon mal gelohnt, meine Damen und Herren. Jetzt kommt aber nicht dieser komische Psychologe angerannt, oder? Nein? Okay, nein, haben wir ja nochmal Glück gehabt. Klein Lara. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Äffchen. Man kann seine herzerliebte Tochter mal Äffchen nennen. Mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Klar, Äffchen. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Bei dem ganzen Licht, hinter dem sie ihren Vater sieht, ist sie jetzt eine Hellseherin. Ja, hab ich gemacht. Hab ich so gesagt, ist okay. Wir können weitergehen. Wir schreiten voran. Echos der Vergangenheit. Sammeln Sie Ressourcen und heilen Sie die Verletzung. Heilende Ressourcen. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Was für Blätter denn jetzt schon wieder? Ich habe schon wieder hier nichts gesehen. Ach, die Blätter, ja gut. Ein Hoch auf Survival. Dingsbums. Ja, das sind eindeutig Heidelbeerblätter. Ist doch ganz klar. Ein Verband. Ein Verband, der vermutlich rein zufällig in genau dieser Kiste hier zugegen sein wird, richtig? Oh, nein, doch nicht? Okay. Ich hätte jetzt damit... Oh, die blutet die ganze Zeit. Guck mal da, das Blut tropft auf den Boden. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Ist das hier Verband? Nee, weitere Blätter. Wie schön. Guck dir das an.
Vielleicht sollten wir hier erstmal nicht hingehen. Da leuchtet es und da sind bestimmt böse, böse Menschen. Ich brauche Verband. Gib mir jetzt Verband. Gibt's hier keinen Verband? Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was treibt Trinity da unten? Was ist das jetzt hier? Ach, das ist jetzt zufällig mein Verband, der rein zufällig genau vor mir liegt. In einer Kiste, die eindeutig aussieht wie ein Stein. Linker Bumper, okay. Wunderschön. Haben wir das ja schon mal hingekriegt. Mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Oder durch die mongolischen Dinger. Finden Sie einen Weg? Schön, dass das Spiel mich sieht. Danke. Das ist fast so, wie wenn... Lara von irgendwem erschossen wird und von dem Typ dann gesiezt wird. Das ist fürchterlich. Also ich meine, im Grunde haben sie ja recht. Also selbst wenn ich jemanden umbringen will, man kann ja trotzdem gegenseitigen Respekt zeigen, irgendwie, indem man siezt, weil man natürlich nur und ausschließlich... Diese Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Das ist korrekt. Du nicht alles kannst, MacGyver. Man zeigt natürlich gegenseitigen Respekt nur durch das gegenseitige Siezen. Ansonsten ist gegenseitiger Respekt natürlich überhaupt nicht... Also wie soll gegenseitiger Respekt funktionieren, wenn die durch siezen? Weißt du, das funktioniert einfach so. Muss ich jetzt hier lustig springen oder so? Nee, muss nicht lustig. Wann genau ist sie jetzt hier gelandet eigentlich? Ist sie in ihrem Hellseher-Traum irgendwie ein bisschen in Schlaf gewandelt dann oder wie? Aha. Schrauben. Oder auch Bergungsgut. Entschuldigung. Du hast wohl ein Bergungsgut locker oder was? Warte mal. Achso. Okay, schön. Wollte ich das jetzt? Wahrscheinlich nicht. Ich brauche noch mehr Fliegenpilze. Jetzt wird immer doch mal langsam hier. Und das da, was auch immer das. Achso, das. Ah, mir werden hier drin auch die Bäume angezeigt, an denen ich hochklettern kann. Verstehe. Und das hier sind jetzt mehr Fliegenpilze, oder was? Das ist irgendwie. Oh, ein Reh, Hallöchen. Mit einem Rehbaby. Oder ist das ein Hase? Das sind Bambi und Klopfer. Das sind Bambi und Klopfer gewesen. Wir haben Bambi und Klopfer gesehen. Das war eindeutig ein Hase, das war kein Rehkitz. Ei, wo ist Klopfer, Alter? Im Übrigen, Bambis Mutter ist tot. Ja, ich bin schon ein Arschloch, aber das macht nichts. Überlebens. Warte mal. Was hat die jetzt hier gerade gefunden? Okay. Danke. Ja, keine Ahnung. Scheinbar bin ich mal wieder zu weit weg von meiner Konsole. Wie schön. Wir leben uns auseinander. Karte aktualisiert. Gib mir das einfach Fliegen. Da sind Fliegenpilze. So, meine Fresse. Ist das so schwer? Hi. Und du auch. Finden Sie Pilze? Hab ich doch. Komm, nehm mich nicht so herum. Ja, also sonst, Kollege Sonnenschein. Weißt du, erst sagst du mir, ich hätte keinen Controller angeschlossen und dann kommt man diesem nur durch die Gegend, du Arsch. So wird das nichts mit dir. Und mir, mein Freund, Konsole, Sonnenschein, ja. Ich habe doch längst drei gefunden. Hat der andere da jetzt nicht gezählt, oder was? Soll ich verarschen? Ich hab doch gerade einen dritten aufgehoben, oder bin ich blöd? Die sind beide weg. Ich hab doch ganz am Anfang einen gefunden. Was? Okay, ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt ein neues Ziel ist, das mir nur nicht mitgeteilt wird. Ist ja ein... Ach, guck mal hier. Können wir auf jeden Fall schon mal wieder... wie heißt das? Bergungsgut mitnehmen? Ich noch etwas anfangen können. Was, mit deinem ich Bergungsgut? Ich soll ins Camp und es versuchen. Was war das denn jetzt? Ich hab gar keine Ahnung, was... Ach, hi. Wir lernen wieder Griechisch. Mongolisch aus. Ach so, jetzt muss ich Mongolisch lernen. Was sie bedeuten. Ja, ist gut. Dann muss ich mir wohl ein paar mongolische Bilder angucken, damit ich ganz schnell Mongolisch lernen. Hm? Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo mein verficktes Camp ist. Gottverdammt nochmal. Das hier, oder was? Entschuldigung. Da. Okay, ich... Achso, ist das mein altes Camp, das ich damals aufgebaut hatte in der letzten Episode. Federn. Schießen sie aus... Blabla. Ja, mhm. Für den Fall, dass ich irgendwann mal Federn brauche, werde ich mir dann mit Sicherheit merken. Mhm. Wie wär's mit dem Hinweis auf die Federn, wenn ich Federn brauche? Also das wäre jetzt so mein Vorschlag, aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Deswegen, was weiß ich schon. So, guten Tag, was kann ich denn jetzt hier machen? Nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Ja, Papa. Munition, sagst du. Ich soll mal hier so ein bisschen, pass mal auf, hier geräuschlose Pfeile, okay. Ja, wir machen Giftpfeile. 2 von 2 sind schon voll, meine Fresse. Das ist aber nicht sehr kräftig. Also dafür, dass ihr jetzt meinst, du müsstest hier alleine in Krieg gegen Syrien und die Mongolei ziehen, ist das schon ein bisschen... So kalt. Aber coole Schuhe. Ja, kenn ich. So geht's mir jeden einzelnen Tag. Direkt nach dem Aufstehen. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Okay. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan... Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen.
Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Ja, rührend auch. Lara atmet erschrocken ein. Lauf weiter. Kacke. Na los, wir haben sie. Jetzt warte noch mal ab. Wieso? Was wollen die jetzt eigentlich von mir? Ich kenne die überhaupt nicht. Außerdem wollte ich meinen Giftpfeil unbedingt gegen den Bär einsetzen. Das ist überhaupt nicht Lara. Das ist überhaupt. Gott sei Dank bin ich gut. Gott sei Dank habe ich das schnell erkannt. Guten Tag. Wer bist du? Kara Proft? Wäre bestimmt ein guter Name für eine Pornodarstellerin. Für einen Pornodarstellerin. Mhm. Das spricht man so aus. Ist jetzt neu. Ist eine Modeerscheinung im Internet. Kann man nachlesen direkt neben der Geschichte mit den Vasen, meine Damen und Herren. Natürlich. Hallo? Entschuldige mal, das sind Stöcke. Stöcker, sagt man, glaube ich, Gerüchten zufolge. Aber schön, dass du genug Munition hast, um ein paar Stöcker kaputt zu schießen. Das ist nett. Würdest du dem Typ jetzt bitte einfach einen Pfeil durch den Kopf jagen? Das wäre fürchterlich, entgegenkommt. Frau Croft. Croft-Suppe. Ha! Da wird einen rausgehauen. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Ypsilon. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie nochmal Ypsilon. Ist er jetzt tot? Nachdem ich ihm zweimal gegen den Kopf gehauen habe, das ist nett. Tagung. Nützen Sie das Gebüsch mit dem. Blabla. Ja, aber erstmal hier so. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber Sie. Muss der irgendwie nah genug dran sein oder kann ich das einfach jederzeit? Ja, muss nah genug. Laber doch mit deinem scheiß Funkgerät nicht permanent in meine tollen Sprüche rein, Mensch. Wir arbeiten schlecht zusammen, Mr. Funkgerätmann. So, gib mir Pfeile. Schon wieder ein Achievement. Ja, was sonst? Ich habe ja auch ganz viel gearbeitet. Ich erwarte das so. Ist hier irgendwas oder muss ich jetzt einfach in die andere Richtung? Hier ist jetzt nichts, ne? Hier ist was. Okay. Nee, hier ist nichts. Ja, was denn jetzt? Kann ich hier hoch? Ach nee, das ist die Wand, wo der Bär war. Das heißt, ich muss jetzt. Ah! Er hat ja nur Glück gehabt, dass die Wand, wo der Bär war, zufällig genau da ist, wo ihr Camp ist. Das ist ja ein schöner Zufall auch. Also, da hat Lara Croft ja mal wieder richtig Glück gehabt, meine Damen und Herren. Ja. Das ist genau wo? Da, okay. Die Richtung kann ich mir so ungefähr merken. Da war ein Vogelnest. Ich könnte ja mal draufschießen, weißt du? Weil wenn du nämlich auf einen Vogel schässt. Shit. Was? Warte nochmal. Nein. Mach so. Meldung. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit. Muss ich jetzt hier die ganze Zeit so ein Sneak-Ding machen, ne? Dann kann ich dem Typ einfach auch einen Pfeil in den Kopf hauen. Verdammt. So. Ist doch viel. Eigentlich, oder? Also. Werden die mir angezeigt? Ach, da ist noch einer. Krieg ich die so lustig markiert, wenn ich die hier drin hab? Markier den doch mal. Ist der jetzt markiert? Ja, so ein bisschen. Also eigentlich auch nicht. Das ist ja eigentlich. Das wäre doch eigentlich mal eine Funktion gewesen, oder? Aber wahrscheinlich bin ich nur ein bisschen verwöhnt von. Keine Ahnung. Assassin's Creed zum Beispiel. Das macht er. Da kann man die Gegner so wunderschön markieren. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo die alle sind. Warte mal. Was wollt ihr eigentlich alle vor mir? Da ist ein Baum. Aber was ist denn, wenn ich jetzt auf den Baum gehe? Wahrscheinlich wird er auf dem Weg zum Baum dreimal erschossen, wie ich mich kenne. Das geht auf jeden Fall schon mal in die Richtung hier. Aber pass auf, der guckt hier nicht hin. Pass auf, ich kann hier mit seinem hier. Pass auf, ganz sneaky, sneak, tricky, trick. Bumm. So, guck dir das an. Hast du gesehen einmal? Ich bin hier mal der übelste Das ist die jahrelange, und mit Jahre meine ich ungefähr 10 Stunden Spielzeit, Erfahrung aus Assassin's Creed. Warte mal, das sind Mereri. Bitte fick dich mit deinem scheiß Controller, der ist angeschlossen, du Arschloch. So, muss ich jetzt ein Kabel verlegen oder was? Meine Fresse. Weißt du, die Konsolen heutzutage haben einen Anspruch. Konsolen heutzutage sind auch nicht mehr das, was Konsolen mal waren. Ach, ich kann auf dem Baum gar nicht drauf. Toll, jetzt hatte ich meinen tollen Plan ausgeheckt mit dem Baum da und dann komme ich da gar nicht hin. Hervorragend. Ein perfekt ausgeklügelter Plan, meine Damen und Herren. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Okay. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns. Muss ich gar nicht mit den Campen? Kann ich einfach außen rumgehen, oder was? Das sind keine Bauern. Ah, das ist Guerillataktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, ja, sobald wir hier waren. Wenn ich dahin will, muss ich wahrscheinlich an den vorbei. Ja, gut. Aber der kriegt das da jetzt gar nicht mit, wenn ich dem jetzt irgendwie einen Pfeil entkoppel. Warum hat er das jetzt mitgekriegt? Ach, dein Arsch wird angegriffen, fick dich. So, du bist auf jeden Fall schon mal tot. Du kannst gar nichts mehr durchsuchen, weil da bist du nicht mehr zu fähig, weil du bist tot. Hab ich schon mal gesagt, dass er tot ist? Wahrscheinlich nicht. Der Typ sieht mich jetzt hier nicht, ja? Der Typ sieht mich hier in dem Gebüsch jetzt nicht, ja? Geh ich recht in der Annahme, dass der Typ mich nicht sieht. Und wenn der Typ mir jetzt zu nahe kommt. Alle Teams Augen offen halten.
Die Einheimischen habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Im Wald Fallen gelegt. Im Wald Fallen gelegt. Ja, die Fallen heißen Lara Croft und töten Menschen. So wie dich, mein Freund. Volker, das war jetzt eindeutig daneben, aber danke. Irgendwas glänzt da. Lass mich raten, das sind irgendwelche Fundstücke, die aussehen wie Salzheringe aus Gold. Credits. Ja, toll auch. Wunderschön. Was hat mir das gemacht? Zwei Faltkarten. Ja, das ist schön. Gott sei Dank. Ich wollte schon immer mal Faltkarten haben. Wo sind die Typen? Da. Die sind aber ganz schön schnell ach, die sind zugeschneit. Ich wollte gerade sagen, die sind ganz schön schnell verrottet, aber so geht's natürlich auch. Das kann ich doch bestimmt mitnehmen hier. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Ist korrekt, weil ist ja die wahre Wahrheit der gewahrheiteten Wahrheit. Das haben wir ja gerade erfahren. Also eine wahrere Wahrheit gibt's gar nicht. Weil wenn der sagt, das ist... Was? Nee, lass mal gut sein. Das sieht aus wie eine kugelsichere Rüstung. Ach, das ist ein Laptop. Ja, oder eine kugelsichere Rüstung. Also wenn man keine Ahnung von dem hat, was man hier so spielt, ist das vielleicht auch unter anderem... Kann ich hier hoch? Das sieht aus... Warum kann ich hier jetzt nicht hoch? Was genau soll das eigentlich? Vielleicht muss ich mit dem Seil irgendwie? Nee, ich muss doch da hin, oder nicht? Ach, hier ist ein... Ja, klar. Das ist der Baum aus dem Tutorial vorhin. Nein, der ist hier nicht. Das stimmt nicht. Den kann ich bestimmt auch irgendwas machen. Das sieht so aus, als könnte ich damit irgendwas machen. Was für... Ach, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ja, das ist super. Gott sei Dank. Dafür, dass ich im Baum hochgeklettert bin. Was wollen wir eigentlich mehr? Aber da war ja in, keine Ahnung, Oblivion oder so. War das ja auch so. Also Elder Scrolls Oblivion, dass man da... Er ist noch da. Wer denn? Ach, der Bär. Wo siehst du den denn jetzt? Wo genau? Und wo? Warum? Also in Oblivion jedenfalls für wirklich so ziemlich jede Bewegung, die man in diesem Spiel gemacht hat, hat in irgendeiner Form Experience Points gegeben. Warte mal, wie kriege ich denn jetzt überhaupt meine Pfeile ausgerüstet? Da. Right Bumper. Sind die jetzt ausgerüstet? Nein. Sind die Pfeile jetzt ausgerüstet oder sind die Pfeile nicht ausgerüstet? Nein, die sind nicht ausgerüstet. Wie verfickte Scheiße? Ich will die nicht herstellen, ich will die ausrüsten. Na, egal, dann versuchen wir es halt so. Wenn du meinst, das geht so, ich werde sehr wahrscheinlich sterben. Ich bin Karte aktualisiert. Interessanten Ort entdeckt, ja schön auch. Zu eng zum Kämpfen. Drücken Sie beim Zielen RB, um zu schießen. Okay. Ach so, ach, die sind auf RB. Ach so, das heißt, das gilt auch für Schießen. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier so machen. Jetzt halt. Gib mir noch Zeit. Ach so, jetzt muss ich... Ach, jetzt hätte ich spammen müssen. Ich bin Volltrottel. Gott sei Dank bin ich gut und toll und klug und so ein Scheiß. Das wird schief gehen hier. Das wird richtig schief gehen. Ich weiß genau, dass das schief... Wie viele verfickte... Danke. Erkunden Sie die Höhle nach einem Ausgang. Kriege ich jetzt bitte meine Pfeile zurück, du Vogel. Und mit Vogel meine ich wahrscheinlich Bär. Ich bin übrigens auch professioneller und studierter Biologe, meine Damen und Herren, aber das merkt man ja nicht mal. Darf ich weiterspielen oder dauert das hier noch eine halbe Stunde? Okay, danke. Zu gut, meine Damen und Herren. Was kann man hier jetzt so machen? Da haut ihr das Ding einfach um. Was mich übrigens umhauen würde, meine Damen und Herren. Wäre, wenn euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, bitte Like-Button kaputt hauen, so wie wir gerade den Bär da kaputt gehauen haben. Das wäre nämlich ganz toll, meine Damen und Herren. In den Comments, was haltet ihr von dem Spiel? Sagt mir Bescheid. Überflutet mich mit Comments, meine Damen und Herren. Lasst uns kommunizieren, über was auch immer. Würde mich sehr, sehr glücklich machen, meine Damen und Herren. Teilt meine Videos mit euren Freunden, Verwandten, Haustieren, sonst wem auf Facebook oder sonst wo. Würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen und mich auch sehr, sehr glücklich machen, meine Damen und Herren. Jeden Subscriber ist natürlich sowieso herzlich willkommen, Freunde oder Freunde. Des Weiteren möchte ich mich natürlich auch diesmal wie immer dafür bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt. Und verabschiede mich ebenfalls diesmal, ebenfalls wie immer, hochoffiziell und winkenderweise aus der Höhle des Löwenbären. Das ist ein Löwenbär. Glaub mir, ich bin studierter Biologe. Das wird schon hinkommen, irgendwie sowas. Bis zum nächsten Mal. Tschö.